willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Greifswalder FC gegen Rot-Weiß Erfurt. Unsere Gäste haben sich mit 2:0 durchgesetzt vor 1712 Zuschauern. Und neben mir sitzen die beiden Trainer von Rot-Weiß Erfurt, natürlich Fabian Gerber, und von unserem Greifswalder FC Roland Krups. Und ich würde direkt das Wort an unseren Gästetrainer Fabian Gerber übergeben mit der Frage: Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal hallo zusammen. Ich denke, wir haben wirklich sehr gut angefangen, sind sehr gut von der ersten Sekunde an im Spiel gewesen, dominant aufgetreten, wirklich viel Ballbesitz gehabt und tolle Ballstaffetten gezeigt, viele Torchancen herausgespielt, auch wenn teilweise der letzte Ball noch zu unsauber ist. Das muss ich ein bisschen ankreiden meiner Mannschaft. Heute haben wir auch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gehabt, aber seit den Jungs jetzt ziehen, ist es eine extrem junge Mannschaft. Auch da müssen wir, wie gesagt, einfach noch uns verbessern, aber es ist normal. Es ist ja schön, dass es für uns noch was zu verbessern gibt. Aber ich denke, wie gesagt, wir sind sehr, sehr gut drin, gerade erste Halbzeit klar besser, müssen zur Halbzeit höher führen. Versäumen allerdings das Ergebnis ein bisschen höher zu schrauben, um hier ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Und zweite Halbzeit wird es das erwartet schwere Spiel, wo wir einfach dann wieder Unkonzentriertheit hatten. Unsaubere Pässe gespielt haben. Also waren einige Fehlpässe, die sich eingeschlichen haben, haben dadurch kreisweit aufgebaut. Ne, sie haben es dann auch besser gemacht, muss man sagen. Sie sind besser in die Zweikämpfe gekommen, waren auch aggressiver in den Zweikämpfen. Und da war es dieses offene Spiel, ich sag mal so ein offener Schlagabtausch in Anführungszeichen, den wir nicht wollten oder den man als Trainer nicht gerne sieht, sondern haben uns ein bisschen so die Linie verloren gegangen oder dieses Übergewicht. Aber trotzdem, ich glaube dann insgesamt, wie wir auch zweite Halbzeit dann kämpferisch agiert haben, du musst erstmal in Greifswald hier so spielen, so auftreten, die so einen Schach halten. Ich glaube, waren wenig Torchancen vom Gegner, kurz vor der Halbzeit, klar, wenn man ein bisschen ganz viel Pech kriegt, ist auch immer noch den Ausgleich. Aber sonst musst du auch erstmal so eine torgefährliche Mannschaft in Greifswald, auch mit zwei wirklich tollen Stürmern, musst du erstmal so einen Schach halten. Da muss ich ein Riesenkompliment an meine Jungs zollen und auch gerade an unsere Defensivarbeit. Und wir dann uns, wie gesagt, am liebsten 1:0 auch hochgezogen haben, geklammert, die Bälle geschmissen haben, uns verteidigt haben. Leider den einen oder anderen Konter nicht gut ausgefahren haben, sonst hätten wir da auch dort vielleicht den Sack schon schneller zumachen können. Aber ich will das gar nicht das Haken so besuchen, sondern ich bin einfach nur mega stolz auf meine Mannschaft. Wir sind im Flow, es läuft für uns überragend. Wir sind, darf man nicht vergessen, wir sind Aufsteiger, wir wirtschaften ganz, ganz klein. Das ist eine junge Mannschaft, eine tolle Mannschaft, die noch enorm Potenzial nach oben hat. Und ich freue es einfach Woche zu Woche zu sehen, dass wir Fortschritte machen und dass wir auch solche Spiele dann einfach nicht nur über die Zeit bringen, sondern da auch nochmal dann den K.O.-Schlag setzen, kurz vor Schluss. Und das ist auch wieder der nächste Schritt für uns. Und freue mich zu sehen als Trainer. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Meinem Trainerkollegen Roland, alles Gute, viel Erfolg für Greifswalder FC. Und bis zum Rückspiel in Erfurt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gerber. Roland, die berühmte Frage im Fußball. Habt ihr euch mal Zeit gelassen. Roland, die berühmteste Frage im Fußballbusiness. Woran hättet ihr liegen? Ja, erstmal Glückwunsch zum absolut verdienten Sieg. Ich denke mal, dass das auch in dieser Höhe verdient ist. Hätte so, wie gesagt, in der ersten Halbzeit auch das eine oder andere Tor für den Gegner mehr sein können. Ich bin absolut nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit, weil wir haben uns ganz was anderes vorgenommen. Wir wollten eigentlich so, wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben, aggressiv in die Zweikämpfe kommen. Wir wollten viel, viel mehr zweite Bälle bekommen. Man hat es gesehen in der zweiten Halbzeit, wenn alle dann auch mitmachen, dann funktioniert es. Und man darf aber in dieser Liga nicht die erste Halbzeit so komplett verschlafen und das Spiel so herschenken, dann werden wir keine Punkte holen. Und das müssen wir schleunigst lernen, dass wir von der ersten Sekunde an hellwach sind und dass wir gerade über diese Tugenden, über Kampf, Einsatzbereitschaft, was ich der Mannschaft eigentlich nicht abschreiben will, aber so wie in der zweiten Halbzeit, so müssen wir von Anfang an auftreten und dann werden wir auch Punkte holen. Und das werden wir jetzt auch irgendwo auch aufarbeiten, weil ich habe keine Lust, immer wieder zu sagen, auch in Spielen davor, dass das Entscheidende ist, dass wir punkten. Und da müssen wir, wie gesagt, einfach konstanter werden. Es ist auch keine Ausrede, dass uns ein, zwei wichtige Spieler fehlen. Das wissen wir selbst. Aber wir haben uns, glaube ich, in diesen 90 Minuten, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, haben wir überhaupt eine richtige Torchance gehabt? Klar hatten wir auch ein, zwei Sachen, die, wenn wir es besser ausspielen, auch zu Chancen kommen, aber das ist einfach zu wenig. Und wir werden gerade in diesem Bereich
Also ich auch persönlich, wenn wir in diesem Bereich arbeiten, dass wir mehr oder weniger auch Laufwege studieren, dass wir uns mehr Möglichkeiten erarbeiten, weil das ist einfach zu wenig am Ende. Danke. Gibt es Fragen aus der Runde? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann beenden wir das auch an dieser Stelle. Ich wünsche unseren Gästen natürlich eine gute Heimreise und euch dann auch viel Erfolg in der Saison. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal nach dem nächsten Heimspiel gegen Chemie Leipzig in 2 Wochen wieder. Bis dann. Thank you.